12. Dezember. Und gestern hatten wir hier so einen Taktimpuls gebastelt. Also sprich, die eine LED gibt den Takt vor und schaltet im Prinzip die andere ein und aus. So ungefähr alle 30 Sekunden. Ja. Und ich würde sagen, wir machen mit Türchen Nummer 12 weiter und schauen, was da drin ist. Und wie die Schaltung sich jetzt weiterentwickelt. Viel Spaß dabei. Ich würde sagen, öffnen wir Türchen Nummer 12. Nummer 12 beinhaltet wieder einen 10 Kilo Ohm Widerstand. Also die Widerstände erkennt man auf jeden Fall an die Farbkodierung. Da gibt es auch Tabellen im Internet. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir erst einmal unsere Schaltung wieder um und schauen, was rauskommt. Die Schaltung ist jetzt fertig. Ich würde sagen, wir schließen mal die Pluspol an und schauen, was passiert. Hier steht Zähler von 0 bis 3. Also eigentlich wie eine Digitaluhr. Jetzt war noch, dass man den 22 Kilo Ohm, oder besser gesagt den 22 Mega Ohm Widerstand mit einsetzen kann in die Schaltung. Wüsste aber jetzt erst einmal nicht, wo. Aber ich muss sagen, wir schließen mal an und gucken mal, was passiert. So, das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Daumen da. Schreibt in die Comments, denkt dran, dieses Paket wird verlost. Natürlich ohne Kalender, aber mit Handbuch und den ganzen Elektronikram. Kann man vielleicht für andere Projekte verwenden. Ich wüsste jetzt nicht für welche, deswegen wird es verlost. Und dann macht natürlich Werbung. Und wir sehen uns morgen wieder. Und denkt dran, in 12 Tagen ist Weihnachten. Viel Spaß noch auf dem Kanal und tschüss!